Moin und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Teenage Mutant Ninja Turtles. Und wir machen uns hier mal gleich weiter, sind mittlerweile im Shredders bösen Untergrundlager, nachdem wir schon unsere Freundin April aus den Fängen von Shredder in seinem Hauptquartier befreit haben. Und jetzt werden wir natürlich herausfinden, was Shredder hier insgesamt noch für einen Plan hat. So, wir schalten hier alle per K.O. aus. Boah, wie geil ist das denn? Wir haben den ganzen Raum hier mit Stealth Kids freigeräumt. Wie wanke, badass ist das denn? Geil. Ich guck mich ja einfach mal überall um, wo es nur irgendwo geht, denn wir haben hier überall die Möglichkeit, noch irgendwie ein paar Waffen einzusammeln. Granaten, Elektroschurik, normale Schurik, die können wir natürlich alle gebrauchen. More pulse power. Ich würde gerade sagen, irgendwas habe ich hier doch gehört. Ja gut, lassen wir die einfach mal sich um den kümmern. Ich hoffe, das schaffen die. Von da kamen wir gerade. Dann können wir einfach mal gucken. Ah, hier können wir vielleicht lang. Das sieht doch schon mal gut aus. Und wir haben hier einfach ein riesiges Labyrinth voll mit Räumen und sonst wie, die wir auch hier frei machen können. Wir hacken einfach mal die Konsole. Während unsere Kollegen uns hier gerade im Hintergrund den Rücken frei halten, das hören wir auch gerne noch, wie die mit uns kämpfen. Ups, das war falsch. Sorry. Das war eine kleine Verarsche hier von dem Hack-Teil. Ah, mein Controller will gerade nicht so, wie ich das will. So, zack. Ah, verdammt, wir haben irgendwas Böses gemacht. Wir haben hier eine Zeitstrafe, glaube ich, bekommen oder so. Ich weiß es nicht. Oder mehr Zeit? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. Ja, und jetzt weiß ich auch, warum mein Controller nicht so richtig wollte. Er war nicht richtig eingestellt. So, mal sehen. Boah, Alter, was ist mit euch los? Muss ich euch jetzt helfen hier wegen dem komischen Maus? Mann, ey. Gibt's doch nicht. So, den Pixel einfach aufwerfen, den irgendwo hin, ey. Schwachsinn. So, und dann nehmen wir unseren Kollegen mal hier wieder. Und dann können wir eigentlich weiter. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier wirklich lang müssen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch mehrere Wege. Mir scheint, als müssten wir hier nicht lang. Hier gibt es nur noch eine weitere Pizza. Aber wir haben mit Donatello schon die maximale Anzahl erreicht. Nehmen wir einfach mit Raphael nochmal eine auf. Aber wir können uns noch einen Energy Drink hier schnappen. Und es ist einfach, wie gesagt, immer ganz wichtig, dass man hier überall mal umguckt und Ressourcen aufsammelt, wo es nur irgendwie geht. Ih, was ist das denn Ekliges? So, den schalten wir einfach per Tarnkappe aus. Die haben wieder vorne. Sehr schön. Dann ist hier hoffentlich erstmal alles ruhig. Hier vorne ist der Raum offen. Und das ist mal am einfachsten. Achso, hier ist direkt ein Fahrstuhl. Gut, da will ich jetzt noch nicht weiter, weil ich denke mal, mit dem Fahrstuhl würden wir weiterkommen. Die Konsole dort können wir nicht hacken, aber wir können halt die Tür hier noch hacken. Und vielleicht wäre dahinter noch irgendwas Praktisches, was wir gebrauchen können. Und das Hackteil hier geht ja super einfach. Also einfacher geht es ja gar nicht mehr. Also not bad. Sehr nice. So, und unsere Kollegen prügeln sich wieder. Oh, fuck. Auch wir benutzen einfach mal unsere Handschuhe hier. Oh, jetzt haben wir sie auch. Jetzt haben wir sie immer noch dabei. Und das Ding ist einfach, mit den Handschuhen sind wir im Nahkampf halt wesentlich stärker. Und wir können vor allem unsere Gegner hier einfach so bam, mit kranken Spezialfähigkeiten ausschalten. So, ach, du bist immer noch nicht tot. Na gut. Au, au, au. Oh, ich mag den Handschuh. So, mal sehen. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen was. Hier haben wir noch eine Konzeptgrafik. Ah, okay. Ist natürlich auch ganz nett, aber leider keine weiteren Sachen, die wir irgendwie aufheben können. Hätte ja sein können. Ich glaube, das war's auch so ziemlich. Den Raum da vorne können wir auch nicht betreten. Dann müssen wir mal zum Aufzug hier. Aber den müssen wir natürlich auch erst... Ach nee, den müssen wir einfach nur starten. Ich dachte jetzt, wir müssen den Aufzug hier auch noch hacken. Aber jetzt haben wir halt vor allem mit Donatello schon mal 5 Medipacks dabei und auch mit Raphael noch eins weiter, als ich weiß nicht, wie viel er vorher dabei hatte. Ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. So. Und wir haben einen Kontrollpunkt gespeichert hier. Ach du meine Güte. Oh, das sieht aber auch echt krass aus hier, muss ich sagen. Und schon ziemlich nice das Level-Design. Durch das ganze Spiel durch. Und also gerade für ein Arcade-Spiel für 15 Euro ist das echt das Geld wert, muss ich mal sagen. So, hier können wir einfach direkt weiter, hier gibt es überhaupt nichts, weder was zum Aufsammeln noch irgendwie Gegner.
Und wir haben hier irgendwie schon für Gesundheitspack verbraucht, ist mir aber gar nicht aufgefallen. Ja, gut, wenn ihr der Meinung seid. Ja, das sieht mir irgendwie nach einem Kampfraum aus. Ich schaue mich erstmal hier noch in einem anderen Raum um. Hier können wir leider nicht rein, da ist die Konsole zu, aber hier ist noch eine andere Konsole. Und dazu ist ein anderer Raum, in dem wir rein können. Hier sind ein paar Gegner. Sehe ich hier irgendwas? Ich glaube, da vorne ist eine... Alert! Alert! Ja, ja, Alarm, halt die Backen, ist alles okay. Nö, hier ist ehrlich gesagt niemand, dann will ich hier auch gar nicht groß Zeit verschwenden. Ich hatte jetzt ein bisschen darauf gehofft, dass wir eventuell noch ein Medipack oder so aufsammeln können. Aber das kann doch nicht sein. Ist doch irgendwo noch... was geben? Ah, vielleicht kommen wir hier hoch? Ah, ja, da können wir hoch, das ist eine Leiter. Und ich habe irgendwie die Hoffnung, ach du Kacke, jetzt ist doch noch really? Einer unserer Teamkameraden ausgefallen. Ey, das gibt's doch nicht, die haben sich da von denen zusammenschlagen lassen. Ja gut, dann sollten wir dem vielleicht erstmal helfen. Ach, die kommen schon zu uns hier, die Gegner. Bäh. So, dann schalten wir erstmal die Gegner aus, bevor hier noch mehr von unseren Leuten kaputt gehen. Nur das da vorne, dieser Raum dort, das sieht mir irgendwie nicht so aus, als ob wir da einfach gleich frei rumlaufen könnten. Und deswegen will ich hier vor oben nochmal die Tür machen. Denn wir haben das ja schon mal relativ in der Mitte des Spiels hier oder so. Schon ein paar Folgen her mit dem riesigen Hunderoboter da mit drei Köpfen. Da wurden wir auch in der Cutscene nach draußen gebracht und konnten gar nicht mehr die Babypacks und so aufhören. So, und den haben wir mit unserem coolen Handschuh hier freigeschaltet. Wo seid ihr mittlerweile alle hier? Ach, er hier kämpft noch, dann kämpfen wir mal als er weiter. Das sind jetzt Leonardo, der hat auch immer noch ein Gesundheitspaket dabei. Das ist nicht viel, aber nicht etwas. Und wie viele Gegner hier auch noch kommen, das ist ja unglaublich. Und die kommen auch immer noch mehr. So, wir schalten ihn einfach mal so aus. Ah, verdammt. Der liegt wieder bewusstlos auf dem Boden und wir können ihn nicht aufhören. Wir müssen wieder warten, bis er aufsteht. Ich glaube, darüber habe ich die ganze, also das ganze Spiel bis jetzt gemerkt. Achso, und das hier ist unser gefallener Kamerad, den können wir jetzt endlich mal wiederholen. Und ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir hatten jetzt alle Gegner umgebracht. Ah ne, da vorne sind so höher, wo wir auch noch rauskommen. So, aber jetzt gehen wir nochmal zurück. Wir können leider unsere Turtles nicht zu uns holen. Das war ein bisschen zu weit zurück. Wir wollen hier einfach nur die Leiter hoch. Und dann einmal hier die Tür hacken. So, das wird jetzt aber kompliziert hier. Wie soll ich das denn machen? Achso, jetzt habe ich es auch gesehen. Danke. Bin ein bisschen bescheuert. Aber zum Glück haben wir noch genügend Zeit. Schaffen wir locker noch. Seht ihr? Das war ja eigentlich ziemlich einfach. Ich habe das nicht gleich gesehen, aber ich bin bescheuert. So, und jetzt haben wir hier noch eine andere Tür. Oh, und schon wieder ein Gegner. Colloquial, slang, contractions, say yo and isn't and doesn't instead of is not and does not. This seems trivial. It is not, isn't, not, notn't. It isn't, meint er eigentlich. Check it out! Okay. Gut, aber ehrlich gesagt, Leute, wenn da jetzt auch gar keine, ich dachte, da wären irgendwie Medipacks oder sonst was, dann laufen wir einfach mal weiter. Jetzt haben wir schon zu uns genug umgeguckt. Das war ja nochmal sehr nice, wie das halt eine Alien-Form, die sich hier irgendwie versucht, natürlich die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und, ach, hier kommen ein paar Roboter raus. Sehr schön. Au. Haben wir direkt ein paar Leute zum Kuscheln hier. Sind nicht so alleine. Und wir könnten eigentlich unseren Handschuh mal ablegen. Und irgendwie mag ich unseren normalen Spezialmus ein bisschen mehr. Weil wir die mit dem Handschuh auch schon fast gleich ausschalten machen. Was auch sehr nice ist. Boah, wir sind mittlerweile auch nicht mehr so bei guter Gesundheit. Und dann kommen auch gleich noch ein paar mehr. Leider kommen wir in den Raum jetzt gerade nicht rein. Ich wollte eigentlich da schnell reinrichten. Ich hab mir den so ein bisschen hier sicher. Aber egal. Machen wir draußen erstmal alles kaputt. Oh, fuck. So, wir sollten uns schnell mal eine Pizza reinziehen. Wie kann man davon genügend dabei?
dann passiert das irgendwie. Granate unter uns explodiert. Dann müssen wir erstmal unseren Handschuh hier und dann gleich unseren Ausschaltmove hinterher. Zack. Und unser Handschuh hat nicht mehr ausgereicht für den hier. Ah, der hat unsere Kombi auch unterbrochen. Gibt's ja nicht. Dadurch, dass der einfallen muss, ist das Granatenentwickler. Wir nehmen einfach mal wieder unseren Handschuh zur Hilfe. Sah ja auch geil aus. Und wir haben wieder einen Ausschaltung und können ihn hier noch wegwerfen. Ich wollte ihn eigentlich gerade in die Fenster reinwerfen. Nein, weil die eh nicht kaputt gegangen wären. So toll wäre das jetzt auch nicht gewesen. So, die müssen wir erstmal aufheben hier wieder. Die auch weiterkämpfen können ohne Köpfe. Sie sind ja richtig hartnäckig. Ah, und jetzt können wir die Tür hier hätten. Oh, nice. Wir haben sogar ein Outlet gerade gemacht. Das ist ja sehr geil. Also dadurch, dass wir uns so sehr aufgeskillt haben hier, können wir mittlerweile Sachen manchmal automatisch schaffen. Aber ich will gerade kurz nochmal unten rumgucken. Wir sind ja einfach nur direkt hochgelaufen. Denn hier vorne sehe ich doch direkt schon. Ja. Kommt man hier rüber? Ja, tatsächlich ist noch eine Konzeptgrafik und eine Pizza. Und das kann man natürlich immer gut brauchen. Und ey, boah, sind hier viele Gegner. So, dann machen wir uns hier einfach mal weiter. Ist das hier ein Aufzug oder was ist das? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir hier hin? Ah, wir können die verriegelte Tür hier hacken. Aber irgendwie macht er das nicht auf A. Wahrscheinlich, weil wir erstmal alle Gegner hier ausschalten müssen. Unter anderem auch den hier. Ja, toll. Ich lege jetzt mal den Handschuh ab, der geht mir langsam echt auf den Geist hier. So, ab, zack, weg damit. Und jetzt haben wir wieder unseren normalen Spezialis hier. Stab. So, aber der ist natürlich immer noch am Leben. Jetzt aber auch nicht mehr. Können wir jetzt die verriegelte Tür hacken? Ne, scheinbar immer noch nicht. Scheinbar haben wir immer noch Gegner. Ich sehe hier gar keine. Aber ach doch, ja. Okay. Boah, hier kommen aber auch viele an, ey. Machen wir ihn einfach erstmal direkt zu Beuten. Achso. Ah, fuck, den hätten wir jetzt direkt auf den Boden ausschalten können. Das wäre natürlich ein bisschen angenehm. Oder einfach so. Wie geil seine Waffe dann noch unter dem stecken bleibt. So. Ah, da ist noch. Warum schlagen wir jetzt an dem vorbei? Hallo? Okay, jetzt ist er auch kaputt. Nee, achso, jetzt liegt er hier. Der stand einfach so irgendwie bewusstlos in der Gegend rum gerade eben. Und wir konnten ihn überhaupt nicht treffen. Ein bisschen bescheuert. Oh, jetzt bleib doch mal stehen hier und lass ihn mal ausschalten. Ich fall noch nicht jedem, nach jedem zweiten Tritt hier um, ey. So, geht doch. Ich hoffe, das waren jetzt endlich mal alle Gegner. Ah, das sieht gut aus. Jetzt können wir die Konsole wirklich hacken. Und das sieht eigentlich genauso einfach aus wie eben. Bis auf, dass wir irgendwie auf so ein Zeitdings da kommen müssen. Ich weiß nicht, ob das schlimm oder gut ist. Ich glaube, dadurch wird uns ein bisschen Zeit abgezogen. Aber egal. Das ging ja ziemlich einfach. I found Shredder. He's in an auxiliary lab. Looks like it's on the lowest level of this complex. Any idea on how to get down there? I can open the door to the next room. I think it has an elevator, but it's hard to tell. There's something very big in there, and I can't figure out what it is. So, und ich glaube, wir müssen jetzt wieder ein kleines Stückchen zurück, da wir die. Ah, und da kommen auch noch Gegner. Wir haben ja die nächste Tür hier irgendwie geöffnet. Ich weiß jetzt nicht, welcher meint. Hier scheint es nicht zu sein. Au. Au. Wo hat er denn die nächste Tür geöffnet? Ich sehe das gerade gar nicht. Und der hier. Hier ist doch niemand. Oder hier? Ist doch auch niemand. Komisch. Na gut, ich laufe hier einfach erstmal weiter rum und versuche jetzt erstmal rauszufinden, wo wir lang müssen, bevor wir uns hier mit den ganzen Gegnern weiter prügeln. Ah, wir könnten hier oben rechts nochmal gucken. Wir waren ja nur oben links bis jetzt. Wir waren ja die Aliens, die darüber gesprochen hatten, wie sie sich ein bisschen menschlicher verhalten können. Natürlich müssen wir die Tür jetzt auch erstmal noch hacken. Dann machen wir doch einfach mal schnell. Ich meine, im schlimmsten Falle sind hier noch ein paar Medipacks hinter. Das kann man natürlich auch immer gebrauchen. So. You're a humanoid turtle.
Achso, und hier ist noch ein Gegner. Hallo. Sogar gleich zwei davon. Sachen gibt's sieben Skal. Welcome to the staff. Ah, verdammt, jetzt habe ich die Kopfhörer verkackt. So, ich gehe jetzt einfach mal kurz hier rein. Ja, nö, hier sind nur ein paar Granaten. Ansonsten nichts. Und wir haben hier leider schon alle Anzeigen. Oh, Alter, warum lassen die sich immer alle selbst kaputt? Das gibt's ja gar nicht. Also, so viel zum Thema nutzlose KI. Ich meine, der hat nicht mal irgendwie... Ja, er hat ein Gesundheitspaket. Super, toll. Ja gut, dann machen wir jetzt erstmal einfach die Gegner hier kaputt. So, dann machen wir auf, Leiter. Direkt ausschalten, sehr schön. Können wir gleich in den Spezialmove hier reinhämmern. Und, oh, wir haben mittlerweile zwei unserer Teamkameraden, die hier am Boden sind. Das ist ja richtig heilig. Also wirklich. Ich meine, also, sowas ist immer richtig nervig, einfach wenn die KIs einfach so drin sind und die ganze Zeit darum kümmern, dass sie ein bisschen gestört. Ich meine, zum Glück ist das Spiel erst vorbei, wenn wirklich alle von uns kaputt sind. Aber. Ah, nice, wir können jetzt den hier noch annehmen. Den haben wir gerade im Block zerstört. Ziemlich speziell. Obwohl, da ziemlich krass, aber die Kamera hat sich nicht gezeigt. So, und wir beleben einfach mal unseren Kameraden hier kurz wieder, was wir nicht können. Auch gut. Think you need to fuel up. Thanks, Donny. Danke. Special attack ready. One less ninja. Here we go. Den haben wir ausgeschaltet. Und der muss jetzt ausmachen. Sehr schön. So, und jetzt haben wir nur noch einen gefallenen Kameraden. Ich weiß auch gar nicht, wo der jetzt gerade ist. Ich weiß auch immer noch nicht, wo wir hin müssen. Das haben wir schon fast alle Gegner ausgeschaltet, aber ich weiß immer noch nicht, wo wir hin müssen. Und auch nicht, wo unser anderer Kollege liegt. Vielleicht meint er die Tür hier? Er hat doch gesagt, dass er irgendeine Tür gehackt hat hier nebenan, die uns irgendwie irgendwo hinbringt. Ach da, blind muss man sein. Gut, aber jetzt suchen wir erstmal noch nach unserem Kollegen. Muss er irgendwo rumliegen, hier liegt er doch schon gleich. Und dann können wir auch weiter. Ja gut, ich bin ja absolut blind gewesen hier, dass ich das nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, müssen wir hier runter? Ne, hier runter müssen wir scheinbar nicht. Ach, hier sind auch noch Gegner. Schalten wir die auch noch aus. So ist das hier nicht. So, und den werfen wir jetzt erstmal hier rum rein. Leider nicht. So, und nach dem Gegner können wir auch hier durch die Tür. Oh, so that's where they're all coming from. Donny, what the heck is that? I'd have to examine it to be sure, but it looks like some kind of dimensional rift. Yeah, that's what I was thinking too. So until we shut it down, they'll just keep sending more crane through to fight us. That would get old after a few days. So how do we shut it down? Well, there's a control panel right there by that bridge. Ach du Kacke, die haben hier ein Portal aufgebaut, durch das die Alien-Armeen hierher bringen. Alter, das ist sehr übertrieben. Okay, gut, und wir müssen jetzt erstmal die Konsole hier hacken. Das machen wir doch mal schnell. Oh, fuck, dann müssen wir hier einmal außen rum. Sonst würden wir den Grün hier nicht rüberbekommen. Zack, damit haben wir das geschafft. Looks like they're using ooze generators like the one we destroyed earlier to power it. On each level, there's a control panel like this one we can use to raise the shields from the generators. Then if I remember. Ah, okay, gut. Das heißt, wir müssen einfach wieder die Teile kaputt machen, wie auch vorhin schon. Und uns dadurch hier irgendwie den Level runterbringen. So, wir haben uns alle hier kaputt gemacht. Was müssen wir jetzt machen? Ah, Gegner abführen. Boah, Mikey, geh doch aus meinem Schuss, weil ich ein Vollidiot war. Boah, Alter, du bist echt so bescheuert. Au. Aber der hat mir jetzt natürlich richtig schön die Kombi versaut. So, den schalten wir nochmal direkt aus. Kannst du einen Spezialmove rein. Und dann schalten wir dich auch aus. Du kriegst einen Spezialmove rein. Funktioniert, habe ich das Gefühl. Und wie nice wir hier rübergesprungen sind gerade. Achso, der liegt jetzt natürlich noch. Ich wollte kurz gucken, ob hier außen noch irgendwas ist, was wir machen müssen. Aber nee, die Dinger leuchten rot.
Und wir können ja auch hier, während wir laufen, so ein bisschen antackeln. So, ich glaube, wir müssen ja einfach erstmal die Gegner umbringen. Dann machen wir das doch auch. Auf den Feuer nehmen. Dass sie immer so bewusstlos umfallen müssen, das gibt's ja nicht. So, zwei Wurfstände haben wir noch und die werfen wir einfach mal rein und alle Freude. Auch gut. Hier, ich habe etwas Spezielles für dich. So, den haben wir. Na, okay, der liegt auch nur bewusst jetzt nicht da. Schon ausgeschaltet, aber den jetzt zumindest. Und du kriegst auch noch schön einen weg. Okay. That's the turtle way. So, ja, du brauchst nicht angehen, du sollst den Gegner hier töten. Ihr lasst euch die ganze Zeit immer selbst töten und gibt dann auch noch an, ihr Vollidioten. Da vorne steht auch noch einer. War auch noch nicht kaputt gemacht, wirklich. So halt den Kopf abgerissen. Jetzt bleib doch mal stehen hier. Ja, oder auch nicht. So, damit haben wir alle Gegner getötet. Und ich weiß nicht, fährt der Fahrstuhl jetzt automatisch? Müssen wir was machen? Ich hatte eigentlich gehofft, dass der Fahrstuhl hier halbwegs automatisch wird. Oh, fuck, wir haben doch noch nicht alle Gegner. Das gibt's ja nicht. So, wir sollten langsam mal ein Medipack reinziehen. Sonst sterben wir gleich. Ja, fuck, und das kommen wir wieder weg. Steh auf, Pisser. Ah, und da habe ich wieder den Spezialmove verhauen. Also jedes Mal, wenn die halt so umfallen und auf dem Boden liegen, verhauen wir halt irgendwelche Angriffe. Gerade solche Spezialmoves. So, die haben ja auch mal wieder ausgeschaltet. Gibt's ja gar nicht. Kommen jetzt noch mehr Gegner oder was ist los? Oder wie geht's weiter? Ich laufe einfach mal hier draußen rum. Gucken, ob wir hier irgendwas machen müssen. Ah, hier vorne ist jetzt das Teil hier grün geworden, der Plattform. Ah, und hier ist ein kleiner Fahrstuhl nebenan. Macht natürlich auch Sinn, dann müssen wir jetzt hier mit dem kleinen Fahrstuhl weiter. Could we use that thing to go on vacation? I bet the sewers in Paris are great this time of year. I'm just saying, probably no evil ninjas or alien brains over there. Das war's leider auch schon für heute mit unserem Let's Play Teenage Mutant Ninja Turtles aus dem Schatten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video und abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann guckt euch doch noch eins meiner anderen Videos an. In dem Sinne einfach nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.